Hallo und herzlich willkommen bei Kaltelaut. Hast du dir denn eben so Wieder vorgestellt? mit mir. Nicht dem Maxor, sondern das ist der hier drüben. Hallo, Mia. Ah, so, genau. Achso, ich muss ja was anderes zum Schießen mitnehmen. Wir gehen ja jetzt wieder auf heimlich. Ja, ich bleib so. Ja, ich muss irgendwas Großes. Ja, ich bleib so, du kannst auf. Was große Löcher stanzt. Ich werde wahrscheinlich erstmal so bleiben. Bist du bereit für diesen Kampf? Ich werde Scorpio nehmen. Genau. So. Wir fangen jetzt. Bin ja hier Hauptstory. Madeira, Carl Chisholm oder Christina Cromwell, ich würde sagen. Wir machen das Aurora Rechenzentrum als erstes, ja. Hättest du damit gerechnet? So. Bom, 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 bom. So, können wir mal gucken, ob wir uns ein anderes fliegendes Kraftfahrzeug besuchen. So, wir sind jetzt Aurora Rechenzentrum. Ja. Silent Mountain. Hier. So, und dann müssen wir südlich von Solitary Peak. Solitary Peak ist hier. Südlich ist rein theoretisch nach unten. Also das ist das Teil bei Round Lake, diese große Hütte. Also springen wir zum Mountain Biwak und laufen das Stückchen den Berg runter. Also. Das wird das angenehmste sein. Gut. Ich hoffe, wir können runterlaufen und fallen nicht. So. Mountain Biwak hat er gesagt. Ich will doch nicht so eine gute Idee. Okay. Das ist recht bergig. Aber wir kommen hoch. Das sind ja auch bloß 1,2 Kilometer. Ja, da geht's noch. Wieso wir können da hochlaufen? Genau. So, vielleicht erstmal den Schalter reinschrauben. Ach, hier ist der Zugeingang. Alles klar. Wo wollten wir hin? Also. Ich habe rein theoretisch Markierung gesetzt. Das dürfte zumindest das sein. Bei B? Ja, okay. Mhm. Ja. Was habe ich denn eigentlich da so markiert? Keine Ahnung, hier oben ist noch eine. Ich habe auch B markiert. Oben ist noch eine Nebenmesse. Oh ja. Da stehen ein paar Wissenschaftler am Motorrad. Einsammeln oder was muss man erstmal? Ich bin erschöpft. Weil es war eine harte Nacht.
könntest du recht haben. So. Da halt nicht. Hab mich angemault, der blöde Wissenschaftler. Hey, was wollen Sie? Gehen Sie weg. Alles klar, gehe ich wieder. Ich muss mir mal kurz ein Wasserfläschchen genehmen. Ah, ich bin auch verwirrt. Oh. Guck mal, die haben uns die Motorräder da gelassen. Ist das nett? Na klar. Wow. Mal. Wow. Wow. Gott, sind die Fahrzeugfahrfähigkeit bei diesem Spiel immer so besonders super. Ja, finde ich auch. Besonders Quatzen sind immer besonders toll. Habe ich gehört. Hey Max, komm, wir gehen den Berg runter. Oh, eine super Idee, Max. Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Kann er keine Ahnung, dass hier ein riesiger Felsgürtel ist. Ja gut, dann fahren wir in deine Richtung weiter. Da ist der Felsgürtel zu Ende da drin. Mein Typ hin, oder? Uah! Das ist so eine Art Straße. So, eine Straße. Ja! Ich hab die Straße gefunden. Ja! Das ist ein Fragezeichenpunkt, da steht ein Auto. Oh Mann, Alter, das Ding fährt ja gar nicht. Gut, da gibt's was zum Anziehen. Ah, na klar. Er muss natürlich bis zur Haustür fahren, das kann ich auch einfach nicht laufen. Jetzt bin ich schwer verletzt. Eigentlich auch. Hey, was? Alter! Jetzt bin ich weggesplattert. Aha. Wieder komisch. Sag nichts. Hä? Sag nichts. Okay. Die jetzt die arme Bergtiger legt? Könnt ihr uns verraten? Natürlich könnt ihr uns die Bergtiger verraten. Na klar, wenn sie jetzt weggerannt wäre, hätten wir Leute wieder alarmiert gewesen. Na klar, wenn die Leute alarmiert. Haben ja auch nichts anderes zu tun, als nach Bergziegen zu gucken. Ja, aber wenn eine Bergziege wegrennt in den bewachten Bereich, wo eigentlich keine Leute sein dürften. Dann ist eine Fluchtziege, ich weiß. So, ist natürlich super, dass drinnen alle markiert sind. Ja, zumindest ein paar. Ist das nicht so eine komische Markierungsrate?
Nee, das hast du als Sniper. Ich bin kein Sniper. Nee, du bist ein Wirklich-Sniper, du bist alle kein Sniper, also haben wir keine Markierung sehen. Ist wieder ein Tank, das sollte man nicht lang gehen. Geht man nicht so weg. Du misst zwei entgegen. So. Du den rechten, ich den linken. 3, 2, 1. Leon? Halt. Ja, links mit Ecke ist er. Ist weg. Da hinten läuft. Dürfen, glaube ich, ist einer. Okay. Haben die beiden in der Mitte sind weg. Erzähl mir, ist das gar nicht aufgefallen. Geister. Wie ich außerdem getötet habe. Ich hab das schon gesehen. Nein, eigentlich auch nicht. Ich soll unten weiter, ich klär das doch. Oder so kommst du hoch. Alter, okay. Muss den Typen bloß noch einen halben Meter näher ankommen lassen. Die drei Typen, die da Richtung Zaun laufen hinter dir. Da steht irgendwo noch ein Vierter. Sind schon ewig hier raus. Wir werden nichts finden. Wer? Ich weiß. Ich will keinen Ärger. Bitte. Hier drüben ist auf jeden Fall noch Heavy. Und ein Panzer auch noch. Nein, Heavy. Drück. Eco-Bus. Heavy ist weg. Hier drüben ist das Quartier. Infos. Ein Todesstiften. Also hier drüben ist das mal alles. Ja, normalerweise habe ich Instinkt. Dürfte normalerweise die Leute markieren, wenn ich nah genug ran bin. Müsste aber nah genug ran. Ja, ich weiß bloß nicht, ob das entfernungstechnisch oder map-technisch zählt. Weißt du, wie ich meine? Du bist zählt entfernungstechnisch. Rein todisch. Wenn ihr nichts
Als Schnee ist eh das Die blöde, das blöde Drohnenauto da drüben stört mich ein bisschen. Mehr. Warum jetzt wegen gegen? Aber ich muss eh Drohnen zerstören, also. Ja, machen wir dann, wenn alle anderen weg sind. Ich bin ja irgendwie wieder angenehm runter oder muss ich das runternehmen? Ja, irgendwo. Ah, ich glaube, ich muss wieder zur Leitung. Gehe ich wieder zur Leitung. Dann gehe ich gleich ins Haus und nehme den Typen mit. Ich bin schon drin. Ich stehe vor der Leiter. Leiter benutzen. Leertaste. Ich drücke Leertaste. Jietet das Ding. Jietet kopfüber von dem Dach runter und will den Fallschirm öffnen. Ja. Warum denn nicht? Platsch, Fußboden. Also ich bin in der tiefen Garage im Moment. Ja, ich sammle bloß noch die Kiste hinten in der Ecke ein. Wo du die vier Leute geknöbelt hast. Ich bin im Labor. Warst du? Ich glaube, wir müssen aber erstmal Open Fix Clear machen. Da sind noch drei, vier Leute und der Roboter. Ah, ich bin auch im Gebäude. Hi. Was ist passiert? Wo sind alle hin? Soldaten, sie sind einfach gekommen und haben die Programmierer mitgenommen. Und wohin? Ich habe gehört, sie bringen sie zum Sicherheitsbüro am Rechenzentrum. Ich kann's immer noch nicht glauben. Ich kümmere mich drum. Super, danke. Ich glaube, das dürften alle Hinweise haben, um es komplett zu lösen. Ja, ja, ich glaube, wir haben alle. Ja. Lösen. Genau. Haben wir. Aufklärungsdaten ist klar. Haben wir alles. Gut. So, die Drohnen im großen Gebäude habe ich deaktiviert. Kannst du dir noch die Handschuhe holen? Ja, ich bin jetzt erstmal im Nebengebäude. Mhm.
Tiefgarage muss ich auch noch. Okay, wie komme ich da rein? An der Seite ist ein Eingang. Geht auch eine Treppe im Gebäude. Will ich noch die Skills holen? Ich den zweiten Eingang und komme hoch zu dir. Moin. Moin. ATI mit. So, sammeln wir noch die Infos ein und dann komme ich mit. Gut. Ach, wir müssen die Server zerstören, ne? Ich hab schon irgendwo. Acht Dinger oder irgendwo vier rumliegen. So, Fundstück. Ausrüstung, Inventar. Noch fünf Stück. C4-Ladung Mark 1. Dürfte erreichen zum Zerstören. Oh. Hier ist noch ein Fundstück. Hast du die Fundstücke alle eingesammelt? Ja. Wieso? Fragen. Gut, also machst du die vier Server? Mhm. Okay, dann nehme ich mich hier draußen den. Leuten an. Gut. Alles clear. Okay, es wird gleich Krach. 3, 2, 1. Oh, ey, natürlich nicht mitgenommen. Okay. Ja, es ist nicht mehr da, außer halt die Drohne, die du killen musst. Ah, alles klar, ich komme raus. Doch, irgendwo war doch kein Ausgang. Ja, hier drüben. Eldronio! Oder? Wo schießt du dich? Hab ich doch! Ich bin geblendet, was hast du gemacht? Ich hab nicht gemacht, ich hab die Drohne hat eine Blendgranate geworfen. Ich hab das Ding bloß kaputt geschossen. So, das hätten wir eigentlich erledigt, wa? Und jetzt müssen wir. Das ist clear. Region Hope Mountain. Notuntergrund da. Von Aurora. Nähe des Sun Lakes. Aha. Lake Elise. Nähe von Cold Sun Lake. Hope Country. Oh, Good Hope Mountain. Sun Lake ist hier. Ungefähr dahin. Bei A, würde ich sagen. Hm. Ah, da wird's das sein. So, ich hab da hier vorhin ein Hubschrauberchen gesehen. Guck mal, waren hier noch irgendwelche Kisten? Fundstück, Waffenteile, Handschuhe. Ah, ja, kann ich später zurück. Ich habe alles. Bei mir ist das Gebiet korrekt hier. Das ist Wumpe. Ich will irgendwann mal reinsiegen. Na klar. Sneaky Tisch. Genau. Oh, der sieht aber niedlich aus.
Ich sehe ihn gar nicht bei dem Schnee. Nein. Fahrer. Ja. Pütze. Nice. Schon wieder ganze Population ausrotten. Die haben uns angegriffen, ich hab's genau gesehen. Das hätte ich doch gemerkt, wenn ich beschossen worden wäre. Quatsch. Wenn du so hochfliegst, da kann man ja gar keinen beschießen. Mann, nee. Ich gemein. Ich überhaupt nicht. Manchmal schon. Nein. Ja, flieg noch höher. Geronimo, komm, wir machen mal richtig taktisch. Der blöde Hubschrauber ist ja egal. Not, das müsste dir in unserer Kunst sein, aber. Dann landest du irgendwo schon schön im Bergchen. Da drüben, das ist eine gerade Fläche geradeaus. Das ist auch nur ein kleiner Biwak. Hier oben, das Biwak. Super, das macht er wieder toll, der DH, weil er drauf hat irgendwas. War's das Biwak? Wollen wir uns kurz ausruhen und ein EP-Muster aktivieren? Genau, außerdem würde ich gerne Dose warm machen. Döschen! Ah, ich werde heute auch einen TH-Special vorbereiten. Na, hoi. Ich habe ein Döschen Cocktail, ein Döschen Pfirsich, ein Döschen Mandarinen. Ah! Ein Junggesellen-Obstsalat. Gott, du siehst aus wie ein Chineser. Quatsch. Wir können Zwillinge sein. Ja, fast schon. Vom Gesicht her. So, müssen wir irgendwas anfertigen? Nein, aber Vorbereitungen. Vorbereitungen. EP. Auch Ressourcen. Super. Er schreibt was in sein Büchlein, er kriegt 25% mehr EP. Was schreibst du rein? 25% EP. Genau. Ich dachte, toll. So, ich werde mal eine Spritze herstellen. Ein Spritzerchen. Oh, ich werd mal. Ich hab mal ein bisschen Protein-Snacks hergestellt. So, können wir? Ja, okay. Da hätte ich mal ein bisschen Zeit übersprungen, dass wir endlich den hässlichen Schneesturm aufhört. Nein. Na toll. Du weißt doch, im Schnee ist gut Sturm. Im Schnee ist gut Sterben. Aber wenn wir die nicht sehen, sehen die uns auch nicht. Das sind KIs, die sehen uns immer. Jetzt seid ihr nicht so. Na klar, ich hab ja kein Wingsuit. Fuck. Ich hätte. Ich bin total verletzt. Auf eine persönliche Art vom Spiel. Ich rutsche. Ey, Bruch. Au. Ich. Nein. Aufhören. Verletzt. Rücken. Ich hab was gebrochen. Mindestens ein Punkt. Gelenk. Kleinzie. Ich roll immer noch. Rollkommando, das ist meine Ausdauer komplett im Arsch. Muss ich mal ein Wässerchen trinken?
eigentlich tut sich ja im Biwak die Ausdauer wieder herstellen. Mhm. Na, das brauchen wir nicht. Wir nehmen mal eine Ausdauerdosis mit. Du wirst schon sehen, wo dich das mit den Drogen hinführt. Zum Reichtum. Ich will sie nur verkaufen. Das ist wichtig. Dass du das, was du verkaufst, niemals selbst nimmst. Das, wie ist das mit den YouTubern? Wenn die YouTube verkaufen, also Videos verkaufen. Wie gucken sie nicht also, ich verkaufe Gaming-Videos. Ja, mach das ja auch. Brumm, brumm, brumm. Viele Leute auf einem Fleck. Bildung. Gruppenbildung! Hey, ah, es geht schon. 3,50 Meter Abstand. Was haben wir denn hier? Also Polizeidrohne? Ja, ich weiß. Die wäre ich gerne. Wäre ziemlich als erstes mal wegmachen. Aber ich brauche nämlich noch eine. Ja, ich brauche noch 4 Kills mit meiner MP, ohne nachzuladen. Ja, kannst du. Dann mach ich ja auch. Wenn du am Versuchen hier nicht unbedingt noch, mir noch zufällig 47 weitere Finger zu brechen, während ich in den Berg weiter runterhangel. Wen hast du jetzt? Ist aber ziemlich rutschig hier, nicht dass ich mir noch einen Fuß breche, wenn ich auf eine Pfütze ausrutsche. Es ist aber völlig unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ach. Ja, ich weiß. Hey, ich will keinen Ärger. Soll zumindest völlig unwahrscheinlich sein, habe ich gehört. Da vorne sind viel zu viele Leute, aber. Wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Da kriege ich hier vorne Kills hin, ohne das ganze Gebäude zu wecken. Fünf Leute und vier Leute und ein Kanonenroboter ja, auf dem Haufen. Du hast doch vielleicht ein paar Simultanschussdrohnen einstecken oder so. Hätte ich eventuell. Guck mal da drüben, die könnte man bestimmt ja. Die sehen mich ja nicht, die sehen mich ja nicht, da bin ich auch bei Schleichen. Die sehen den aber, wenn der umfällt. Und wir können zum Beispiel die Wehe oder links. Ich muss kurz gucken, ob ich ein paar Drohnen einstecken habe. So, EMP-Granate brauchen wir erstmal nicht, Simultanschussdrohnen. Genau, nehmen wir zum Beispiel. Den da und den da mit Simultanschuss holen, das sind zwei. Da müsste irgendwo noch eine Rummeldrohne oder sowas rumfahren. Mhm. Und die beiden können wir mit Drohnen machen. Oh, das sind jetzt die Beten. Genau. Und dort steht das sind die Beten hinteren. Da steht erstmal nicht, die kannst du machen. Ja. Ich guck mal, ob ich irgendwo noch auf was schießen kann. Ich würde ja eigentlich auf so eine Hubschrauberdrohne. Weil die ist relativ weit weg gerade. Und hier draußen fährt auch noch eine Dings. So.
Das ist ja so eine Polizeistaubsauger. Genau. Siehst du, waren die drei gleich weg. Hervorragend funktioniert. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 und den Roboter. Warte, ich komme. Da drüben, die sehe ich ja. Den Roboter sehe ich. Und das 5er-Paket oder 6 Leute, was hier rumsteht. Also eine Simultanschussdrohne habe ich noch. Dann nehme ich den dort und tue den Typen so erschießen. Links daneben. Dann wäre ich schaffen, den Drohnentypen noch umzulegen. Uhuhu. Ah ja, komm, wir versuchen es einfach. Nee, warte. Ja, ich kann's ruhig. So, ich habe jetzt 3 markiert. Okay. Die 3 machst du? Ja. Okay. Gut, der Drohnentyp bewegt sich. Okay. Oder ich kann den anderen Typen auch noch. Ja, schaffe ich. Also alles gut. Ich muss den noch markieren. So. Okay. Gut, ich mache, was übrig bleibt. Ja, und go. Die Drohne hat mich noch nicht gesehen. Lass sie sich erstmal wieder beruhigen. Das sind bloß die beiden Geschütztürme. Ne, bloß die Drohne hat jetzt Alarm geschlagen. Ja. Es hat aber noch nicht gesehen. Also lass die Drohne sich erstmal. Ja, nee, ist alles gut. Für die Drohne guckt in meine Richtung. Einfach kurz erstmal wieder verpissen. Aber von hier hinten kam gut was. Verstärkung angefordert. Schlecht. Hat er aber noch niemand gesehen? Nö. Wir können es ja erstmal wieder ein bisschen verpissen. Jetzt kommt die Drohne hier rausgefahren, das haben sie nicht gesehen. Halt das Geld über. Doof. Ich mit mir jahrelange Ballerspiele, das vorhalten kann ich, Junge. Es ist gut, geht Scheiße. Du hast den Roboter, den Robi vom Himmel geholt. Oben war irgendwo ein Sniper. Die Drohne hat mich im Aggro-Modus. Das ist die Polizeidrohne, was du da wegmachen willst. Ich bin fertig mit Drohnen, ich muss jetzt bloß ja, ich will jetzt die Polizeidrohne bloß nicht erschießen, weil ich 3 Typen killen muss. Ja, ich muss auch 3 Typen in weniger als 3 Sekunden, aber... Ja, ich hab das gerade angefangen, die MP-Kills. Gut, die MP-Kills sind durch. Drei Gegner und weniger als Hunden. So, jetzt 3 Leute mit MPs, ohne nachzuladen. Oder die Waffe zu wechseln. Oh, los. Nicht erschießen! Das war unser Informant, nicht erschießen! Oh, ein riesengroßes Informantenzeichen drüber! So, Kumpel? Ich hätte dich, ich stehe doch hier, ich hätte dich doch wiederbeleben können, Mensch! Ja, aber kriegen wir jetzt die Information her? Ja, schon einen finden.
schießt extra bloß auf den Fuß. Der rattert ihn wieder einfach weg. Der war mir gänzlich unsympathisch. Ja, und? Aber er hatte Informationen. Informationen, Mimimi. Vermutungen sind in einer Ermittlung tödlich. Als ob du nicht zufällig schon mal den Falsch erschossen hättest. Was? Vielleicht mal Zivilisten noch. Ich war ja nicht der Falsche in dem Fall. Ja. Na, ah. Sentinel-Soldaten, die den Wald absuchen sollten, mehr wissen, steht hier noch. Ja, der war ja, angezeigt. Wir können ja mal in den Wald fahren. Ich weiß nicht, weil ich geh erst mal gucken, dass ich irgendwo in die Gebäude reinkomme, damit ich meine Kisten looten kann. Ja, wir müssen doch aber... Ach, egal. Ich würde Gebiet wird fertig gemacht, dann kommen wir weiter. Weil hinten liegt nämlich noch eine Waffe. Haufen Informationen, Skillpunkte. Kriegt ja alles EP, nicht ja? Das Gebäude ist nämlich belaufbar. Bloß mal eine Anzeige kriegen würde, wo diese blöden Dinger sind. Oben, unten, links, rechts. Was, du willst gucken? Ja, aber die Normalkisten. Ich hab's zumindest gerade nicht gesehen, deswegen. Mhm. Also hier oben ist... Boah, das ist eine Scheibe! Boah. Gegen die Scheibe gelaufen. Mal hier ist zum Beispiel ich und die Gates. Informationen. Ich könnte ihre Hilfe brauchen, um diesen Ort zu finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie hin müssen. Das weiß ich zu schätzen. Die hat so komische Geräusche gemacht, was hat sie denn da gemacht? Lady, ganz ruhig. Oh, hab ich was gehört. Ey, ist wieder so ein verschlossener Raum. Oh Gott, wie mache ich sie da? Ganz ruhig, junge Dame. Retten das Leben. Ich bin drin, haben wir alles, oder? Ja. Und die Zuschauer wieder zu. Was? Ist zu. Ja. Aber so kleine Arbeitspuffräume. Genau, Arbeitspuffräume. Ist auch rot. Ey, das ist so Arbeitsraum, da steht Schreibtisch und da geht die Wendeltreppe nach oben. Da wird wahrscheinlich das Bett sein. Möglich. Eventler drüber. Guck mal, ob ich irgendwelche Soldaten hier in der Nähe finde. Die wir eventuell mal kurz erschießen könnten. Naja, irgendjemand unbedingt die Leute erschießen müsste. Kalt.
Und wir müssen erstmal irgendeinen Typen finden und dann kommen wir in das zweite Gebäude rein. Genau, wir brauchen Informationen. Genau, die hat geschimpft, der Kerl, der da unten im Schnee liegt. Das glaube ich nicht. Hinter dem Steinwürfel. Der sah überhaupt nicht informativ aus. Ja nicht einfach so wissen, steht immer vor, die Leute werden markiert. Quatsch, völlig, also ne. Absolut absurde Sache, sowas. Schon gegessen? Du musst aktiv bleiben. Das ist völlig unwahrscheinlich. Ich hab wieder komplett vorbeigeschaut. Ich hatte hier gerade eine Gruppe von vier, aber ich hab wieder komplett vorbeigeschossen daneben. Ja. Ja, so ungefähr so hat sich das angehört. Oh, Drohne. Was ist das? Hat mich entdeckt. Na klar, die kam ja in meine Richtung. Mich nicht. Ruh dich kurz aus. Ja, ja, alles gut. Appetit. Okay. Kannst du, während du stirbst, kannst du vielleicht den Typen befragen, den du erschossen hast. Ja, schon wieder so ein leichtes Mimimi da hinten. Quatsch, wo ist denn da drauf? Ja, ich weiß, ich weiß. Da ich hier so im Dreck vor mich hinliege, denkt ruhig mal dran, ruhig mal einen Kommentar. Und vielleicht ein Abo auch mal da lassen. Vielleicht auch mal ein Abo und ein Like da lassen, genau. Ja, klar. Wichtig und richtig. Und hattest du irgendeinen gefunden? Bis jetzt? Ja, du bewegst dich aber nicht mehr. Das sieht ziemlich kaputt aus. Da gehen wir mal ins Nebengebäude und drüben, vielleicht rennt da mal irgendwo herum. Ja, schau mal. Komm mal, ich hatte was. Jetzt steig doch auf das Moped.
Vielleicht hier alleine über den Bauplatz. Kinder, genau das passiert, wenn man wieder blindlich irgendwelche Leute erschießt. Ja, wie wär's, wenn wir uns kurz nach Erwan zurückporten und wieder herkommen? Dann müssen wir ein paar wieder da sein. Wir müssen rein theoretisch einfach bloß zum Biwak und Zeit vergehen lassen. Weil sonst vergeht ja keine Zeit. Richtig. Wo musst du denn in dieses Kackgebäude reinkommen, Mann? Ja. Ja. Ein Typ gibt dir einen Code und dann geht's weiter. Du hast das Biwak ausschlagen. Ja. Hallo! Stirb! Was? Halt die Schüsse, ich hab einfach mal Bruch! Verrecke! Darf ich auch bitte erst das Zelt aufschlagen vor ich? Nein. Breche. Hängst du dort oben fest? Nein, ich fliege. Ja, weil du bei mir dort oben noch angezeigt wirst. Ne? Hier ist noch keiner rot. Hm. Komisch. Ich werde die ganze Zeit hier Leute stöhnen und atmen, die irgendwie Angst haben. Mhm. Mir werden ja Drohnen angezeigt, obwohl wir gar nicht mehr sind. Das ist sehr merkwürdig. Aber naja, da wir ja schon bei 55 Minuten sind, werden wir das Ganze nächstes Mal weiter diskutieren. Wahrscheinlich machen wir das ab und machen das nächste Mal einfach nochmal von vorne. Einen neuen Versuch, genau. Jo. Ja, wie gesagt, aber da ist noch mal in Liken und so. Und in diesem Sinne sagt der Max für euch. Tschüss. Cut out. Jo, tschüss. Baba.